Du kennst das. Du wachst morgens auf und dir ist plötzlich nach Single sein. Der ein oder andere Single da draußen wünscht sich jetzt wahrscheinlich nichts sehnlicher als einen Partner, aber in diesem Video geht es nicht darum, einen Partner zu finden, sondern den eigenen loszuwerden. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video, wie man einen Partner findet. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Dieses Video ist aber nicht nur für die Leute, die mit dem Partner Schluss machen würden, sondern man kann das auch hervorragend benutzen, um Freundschaften zu beenden. Das ist quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Schluss machen. Weil man macht ja nicht alle Tage Schluss. Da ist man nicht so geübt drin. Das ist nämlich äußerst unangenehm. Schatz, willst du Milch in deinen Kaffee? Abgesehen davon, dass ich weder Milch noch Kaffee trinke, ist das jetzt nicht wirklich ein Trennungsgrund. Ich meine, klar, wenn er das jetzt jeden Tag 10 Jahre lang fragt, dann fragt man sich, okay, kennt der eigene Partner mich überhaupt? Vielleicht ist es an der Zeit, Schluss zu machen. Aber da es so wahnsinnig viele verschiedene Trennungsgründe gibt und ich nicht alle hier in diesem Video nennen kann, zähle ich jetzt einfach nur ein paar Beispiele auf. Du, sag mal, ist das hier deine Boxershorts? Nein. Die habe ich bei uns in der Wäsche gefunden. Ja, das ist meine. Du, die ist ziemlich groß. Ja, die ist neu. Ich habe mich wahrscheinlich in der Größe vertan. Neu? Die ist total ausgewaschen. Ah, die ist das. Du, ich hatte die bei einer Freundin vergessen und die hat sie mir erst vor kurzem zurückgegeben. Ja, ist schon ein bisschen her. Okay, die ist von Marius. Betrügen ist eine Sache. Dann aber noch mit dem Ex-Freund? Na, großartig. Ich möchte noch dazu sagen, dass diese Geschichte natürlich völlig frei erfunden ist und absolut nichts mit meinem Ex-Freund zu tun hatte. Parallelen und Ähnlichkeiten mit realen Personen sind völlig zufällig und frei erfunden. Schluss machen ist in dem Fall vielleicht eine gute Idee und sollte einem auch natürlich super leicht von den Lippen gehen. Ich meine, hallo, du wurdest betrogen. Aber was ist, wenn man sich über einen ganz langen Zeitraum Stück für Stück auseinanderlebt? Wie macht man dann Schluss? Wann ist da der richtige Zeitpunkt gekommen, Schluss zu machen? Gibt es dafür überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Du sag mal, wollen wir nicht vielleicht lieber Schluss machen? Wieso? Ich habe mich eigentlich gerade dran gewöhnt. Außerdem kommen deine Eltern am Wochenende. Stimmt. Das wäre doof, die würden Fragen stellen. Der beste Zeitpunkt zum Schluss machen ist so früh wie möglich. Also das heißt jetzt nicht, dass du sofort Schluss machen sollst, nur weil du mal darüber nachgedacht hast. Der beste Zeitpunkt ist tatsächlich, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, die Beziehung zu retten. Wenn mehrere Gespräche auf neutralem Boden dich nicht weitergebracht haben, dann ist es auf jeden Fall ein guter Rat, vielleicht von vorne anzufangen oder einen Schlussstrich zu ziehen. Mach es am besten wie folgt. Nein, Mareike, alle Sachen sind weg. Und er ist auch nicht erreichbar. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Was? Mareike, wir waren 2 Jahre lang in einer Beziehung. Da ghostet man doch nicht einfach. Keine Ahnung, ab wann man nicht mehr ghostet. Ich dachte, das macht man nur, bevor man zusammenkommt. Okay, ich lade mit Tinder runter. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die feine Nummer. Und vielleicht auch ein bisschen aufwendig, den eigenen Namen zu ändern oder seinen Tod vorzutäuschen oder sowas. Nicht einfach aus dem Staub machen. Das schickt sich nicht. Was sich aber gut schickt, sind zum Beispiel Kurznachrichten. Über WhatsApp, Threema oder Telegram. Einfach ins Gespräch einfließen lassen. Hey, du, ich bin gerade auf dem Weg zum Sport. Was gibt's denn heute Abend zu essen? Gar nichts. Deine Sachen stehen in der Garage. Das Schloss in der Wohnung habe ich getauscht. Es ist aus. Der Vorteil ist, du musst deinem Partner nicht ins Gesicht schauen beim Schluss machen. Der Nachteil ist, du kannst deinem Partner nicht ins Gesicht schauen beim Schluss machen. Das heißt, du weißt gar nicht, wie er reagiert. Vielleicht freut er sich, vielleicht ist er total enttäuscht oder so. Ist doch eigentlich schon cool, den Gesichtsausdruck dann zu sehen. Nicht, dass das jetzt irgendwie was Schönes wäre, jemanden traurig zu sehen, aber vielleicht fühlt er ja ganz genauso. Ich meine, eine direkte Konfrontation ist vielleicht doch ein bisschen zu hart, so persönlich ins Gesicht zu sagen, hey du, ich mach Schluss. Dann ist es vielleicht doch einfacher, es ins persönliche Gespräch unterschwellig einfließen zu lassen. Nochmal vielen Dank fürs Essen. Es hat wirklich super lecker geschmeckt. Es war unglaublich, mach Schluss. Lecker. War die Soße anders? Was? Ja, das hat irgendwie anders geärgerlich, dass ich keine Gefühle mehr für dich habe. Schmeckt. Da war Wacholder dran, oder? Ist es jetzt dein Ernst? Tut mir leid. Hey, ganz ehrlich, ich habe die letzten Male schon Wacholder dran gemacht und das habe ich dir auch erzählt. Du könntest wirklich mal zuhören. Ich koche nicht mehr für dich. Nee, nicht das mit dem Wacholder tut mir leid, sondern das... Nevermind.
Ja, das mit dem Zuhören fällt dem einen oder anderen jetzt doch nicht so leicht. Und nicht jeder kann zwischen den Zeilen lesen. Deswegen ist ein richtig guter Tipp zum Schluss machen, redet frühzeitig darüber. Sobald du merkst, dass in deiner Beziehung irgendwas komisch läuft, ansprechen. Und selbst wenn dieser Punkt zum Ansprechen überschritten ist, versuch trotzdem mit deinem Partner zu reden. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als von einer dritten Person zu erfahren, dass es aus ist. Oh, Sekunde. Hallo, Mick. Wie, der Kostas macht mit mir Schluss? Ach, der ist mit dir zusammen? Ja. Jetzt hätte er mir auch mal sagen können. Ja. Okay. Tschüss. Das war jetzt ein bisschen unangenehm. Alternativ schickst du dieses Video einfach deinem Partner, mit dem du Schluss machen möchtest. Oder deiner besten Freundin, wenn du die Beziehung beenden möchtest oder wenn du jemanden enterben möchtest. Dafür ist dieses Video perfekt. Und solltest du selbst dieses Video jetzt geschickt bekommen haben, dann, es tut mir sehr leid. Also, ich habe gemerkt, dass wir in den letzten Monaten oder Jahren uns ein wenig auseinandergelebt haben. Wir beide stehen jetzt schon seit längerem oder seit kurzem in einer Beziehung miteinander oder zueinander. Das Unzutreffende bitte einfach streichen. Ich habe gemerkt, es ist einfach nicht mehr so wie früher. Und deswegen glaube ich, ist es am besten, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Mach's gut und auf deinem weiteren Weg toi, toi, toi. Oh Gott, das war ja furchtbar. Ja, das war es in der Tat. Leute, macht lieber selbst mit eurem Partner oder eurer Partnerin Schluss. Also, das sollten nicht andere tun. Okay, ich gehe dann mal zu meinem Freund, ne? Ja. Tschüss. Vielen Dank, Kostas, für die schöne gemeinsame Zeit. Auf seinem Kanal haben wir auch ein Video gedreht. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Oder hier unten das Video anschauen. Da rede ich darüber, wie man jemandem sagt, dass er stinkt. Also, wenn einer von euch da draußen noch Videothemen hat, die äußerst unangenehm sind, einfach Bescheid sagen. Ich rede darüber.